Hallo meine Freunde und schön, dass ihr wieder reinschaut. Hier geht's jetzt weiter in How to Survive. Wir müssen ein bisschen Futter für den Affen finden und Ersatzteile für das Flugzeug. Und los geht's! Stirb, mein Freund! Hier ist eine leere Flasche. Sieht man manchmal ziemlich schlecht, wo hier und was hier für Sachen rumeiern. Oh fuck, was ist denn das? Was sind denn das für Viecher? Weg mit euch. Oh. Oh, 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 oh. Kann ich denn irgendwie... Jetzt geht er tot. Alter. Inventar ist voll. Nee, hä? Ach, hä? Den kann man fallen lassen. Ich würde nämlich gern die kugelsichere Weste aufnehmen und ausrüsten. Danke. Ja, jetzt habe ich natürlich ganz schön auf die Nuss bekommen von dem. Ich erstmal was essen zum Heilen, so. So, dann können wir doch mal schauen, was da... Ne, erstmal nehmen wir noch den Pfeil auf hier. Und schauen wir, was der Kovac uns zu erzählen hat. Kovacs Rules Chapter 10 Fishing. Any good fisherman will tell you the best times for fishing are at daybreak. Hell yeah! When the sun goes down. Hell yeah! Nothing is guaranteed at other times of the day. Oh. Tagesanbruch und bei Sonnenuntergang. Na gut. Und hier kann man wo fischen gehen dann, oder was? Aber da brauche ich ja auch erst eine Angel, ne? Das klingt, wäre zumindest logisch, oder? So, ne, früher will ich jetzt das Werkzeugkasten, den nehmen wir natürlich mit. Pilze, yay! Leere Flasche. Huch. Huch. Wo kommen die denn her? Die Drecksviecher. So ein Mist hier. Knochen. Inventar ist schon wieder voll. Kann ich nicht irgendwas Sinnloses wegtun? Zum Beispiel die hier fallen lassen. Zwei Pfeile. Brauche ich nicht so wirklich. Naja, und ansonsten ist aber eigentlich nichts Wertloses dabei. Könnte hier aus dem Futter noch zusammenfügen mit den Pilzen. Da haben wir das zweimal. Da haben wir wieder ein bisschen was frei. Kann ich hier die Knochen mitnehmen, falls wir die mal brauchen. Was haben wir denn hier? Doppelzweig-Bumerang. Selbstgebauter Boomerang verursacht mittleren Schaden. Okay. Und das ist eine Knochenklinge. Klinge aus Knochen. Gefertigt als solches nutzlos. Aha. Also kannst du das zusammenfügen mit einem Knochen. Dann habe ich eine Knochenklinge. So. Ach, und ich brauche zwei Knochenklingen, damit ich einen Boomerang herstellen kann. Alles klar. Alles klar, Herr Kommissar. Dann nehmen wir noch ein paar exotische Früchte hier. Fake Water. Und eine Heilpflanze. Fischen, eine Heilpflanze. Ey, ey. Die kommen ja alle aus dem Boden, sind die scheiße.
Geh weg! Au ab, du Kackvieh! Oh fuck. Ist eigentlich ein bisschen doof, die mit der Schrotflinte zu töten, weil die Schrotflinte verbraucht so viel Munition. Was ist denn das hier für ein Maya-Dingens? Wir müssen eigentlich irgendwo ganz anders hin, oder? Müssen wir nicht? Wir müssen da nach rechts. Ne, dann ist es schon richtig. Wir müssen hier noch nach oben durchgehen. Wow! Wow! Geh weg! Springen die hier runter? Oh ja, tatsächlich, die springen hier runter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die hier runtergerannt kommen. Die Schweine! Und da kommen wieder ein paar runtergesprungen. Oh fuck. Warum? Warum, was mich immer wieder nervt und was ich mich frag, warum kann ich nicht zwischen Nah- und Fernkampfwaffen wechseln schnell? Das ist echt doof, finde ich. Ich würde gerne auch schnell zwischen Nah- und Fernkampfwaffen wechseln, weil sonst ist das ein bisschen nervig. Aber naja, gut. Guarana-Wurzel. Oh, hi. Dann rüste ich das jetzt mal aus. Huch. Oh, da oben ist so ein Explosionsvieh. Kommt der hier runter, oder was? Kommt der auch runter? Kommt der auch runter? Tatsache, kommt der auch runter. Bam. Tot. So. Jetzt will ich natürlich jetzt hier auch keine Munition verschwenden, deswegen rüste ich das wieder aus. Cool. Da kann ich mir jetzt noch eine Waffe zusammenschmieden hier. Was passiert, wenn ich das hier damit zusammenpacke? Nix, geht nicht. Dann zusammenfügen damit. Zusammenfügen damit. Zusammenfügen damit. Und dann habe ich auch meine Pistole wieder. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann kann ich nämlich, je nachdem, was ich für Gegner habe, schlafen muss ich auch irgendwann mal wieder. Ja, das zeigt es mir jetzt genau jetzt an. Kann ich nämlich, je nachdem, was ich für Gegner habe, zwischen Pistole und Schrotflinte hin und her wechseln. So, wo muss ich denn jetzt hier genau hin? Ich muss hier hoch. Da oben rum. Eigentlich müsste ich einen Schlafplatz suchen. Tot! Und Kovacs Rules. Kovacs Rules. Chapter 11. Piranhas. Oh, nein. Beware of rough waters in the marshes. They indicate the presence of deadly predators. Oh, das war aber ein langes, sehr, sehr langes Kapitel. Da ist er aber jetzt hier total eskaliert mit dem Kapitel. Oh toll. Kugelsichere Weste. Jetzt bin ich mit dem hier runtergefallen. Super. Ganz große Klasse. Der Finishing Move war der Wahnsinn. Der Shit war das. Direkt mit runtergesprungen mit dem Zombie.
La 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 la. La 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 la. Der hat nichts weiter Interessantes dabei. Oh fuck. Oh fuck. Oh crap. Nicht wieder runterfallen. Ach komm. Was? Ach nee, oder? Jetzt bin ich wieder für den Finishing Move da runtergefallen und bin in Piranhas gelandet. Vielen Dank. Ah, und dort ist ein Checkpoint. Ernsthaft? Nicht wirklich, oder? Nicht wirklich, oder? Ernsthaft? Scheiße, ey. Das war doch jetzt auch wieder ein übelster Witz, oder? Fuck. Schlaf. Guarana. Na nice, dann essen wir das mal. Dann brauchen wir den Schlaf nicht mehr. Dann können wir auch das noch essen. Haben wir noch ein bisschen mehr Platz. Können wir das hier mitnehmen. Ey, nee, das ist doch... So ein Käse. Vollautomatische selbstgebaute Waffe, sehr hohe Feuerrate, mittlerer Schaden. Was ist denn das für eine übliche Druckluftflasche her? Oh fuck. Dann rüsten wir mal bitte lieber die Schrotflinte aus hier. Oh nein! Jetzt bin ich nicht erst wieder heruntergefallen, zum Glück geht's hier wieder rauf. Ja. Lass mich, ich will nicht zu den Piranhas. Gut. Oh fuck. Nachladen. So. Das war nice, dass die alle da weggebatzt hat. Knochen. Was ist hier? Klassische Pfeile mit Federn. Das kenne ich doch nur schon. Aber dann kann ich jetzt aus dem Knochendings einen zweiten machen und den zusammenfügen damit und habe einen Boomerang. Selbstgebauter langsamer Boomerang verursacht mittleren Schaden. Den will ich jetzt mal ausprobieren. Das können wir mal anzünden hier gerade. Eine Rolle. Was gibt's hier noch? Nix, da ist noch was explodiert. Hier ist ein Stock. Ach, da liegt die Druckluftflasche. Die ist natürlich beschützt von lauter so Kackviechern. Ah, da kann man durchschießen damit. Ah, nice. Friss das. Friss das. Und du das. Nice! Der Boomerang ist ziemlich krass. Dann legen wir gerade mal die Sachen hier ab. Das fallen lassen. Und was lasse ich mir mal noch fallen? Den Kanister hier fallen lassen. Und das lasse ich fallen. Und das lasse ich fallen. Dann würde ich gerne das hier aufnehmen. Dann muss ich das hier trennen. Zusammenfügen mit dieser Flasche. Zusammenfügen damit. Zusammenfügen damit. Dann kann ich das ausrüsten.
Ah, nice, eine kleine Maschinenpistole haben wir jetzt. Inventar ist voll, na super. Ach, wir können ja auch kochen, fix. Das hier nämlich. So, dann haben wir wieder einen Slot frei. So, aber ich will lieber den Boomerang nehmen, weil den finde ich ziemlich cool. So, müssen wir denn jetzt hier eigentlich so richtig lang? Wir sind hier schon fast richtig, wir müssen da außen rum noch. Ein paar Stofffetzen nehmen wir noch mit. Na komm, kann ich den da mal töten? Der hält ganz schön viel aus, jetzt kann ich... Nee, jetzt wieder nicht mehr. Na sag mal... Falle ich wieder mit runter. Klasse. Ganz große Klasse. Das ist echt scheiße gemacht, muss ich sagen. Das ist ziemlich dämlich. Dass man dann damit runterfällt. Stirbt man. So. Das ist mein Boomerang. Das Gras wegmachen damit hier. Muss ich nicht wechseln zur Machete. Super. Der Boomerang ist echt nice. Der gefällt mir ziemlich gut. Das ist eine richtig geile Waffe. Die ist richtig fetzig, die Waffe. Die macht wahnsinnig Spaß. Da ist er, unsere Freundin. Oh no, please, please leave me. Thank God. I thought you were one of them. My daughter and I were attacked by those monsters when we ran aground here yesterday. I lost her trying to get away. I found a safe place, but I don't know what's happened to my little girl, Emily. I might have what you need. I'm not sure. But I won't open the door for anyone except my daughter. If you bring her to me, you can take what you want. Okay. Hurry, please! Hurry, please! Ist irgendwas hinter diesem komischen Strauch? Tatsache. Armschutz. Mittel. Dafür brauche ich aber erstmal diese Reifen. Man muss die zerschneiden mit der Machete. Wie das geht, weiß ich nicht. Ich kann schon mal das Licht anmachen, weil es bald hier losgeht mit den ganzen Viechern, ne? Es dunkel wird. Schnell hier durch. Bevor mich die Piranhas wieder erwischen. Hoch. Oh crap, oh was geht jetzt ab? Ja, ja. Der Boomerang ist so geil. Und er verbraucht ja auch keine Munition. Geil, so fetzig. Beste, was es bis jetzt gab, der Boomerang. Einfach nur der Hammer. Hey, haut ab! Vor allen Dingen zwei Schüsse und diese Kackviecher sind auch tot. Der macht sogar richtig viel Schaden. Das ist so cool. Der Boomerang ist so geil. Das ist noch so ein kleines Kackvieh. Holzstück und ein paar Pilze, mein Inventar ist voll. Super. Ich brauche mal ein Wildtier. Knochen.
Komm, hau ab. So, was haben wir hier? Eine Angelrute. Ein biegsamer Ast, ein Faden und ein Werkzeugkasten. Alles klar. Wenn mein Inventar nicht so gnadenlos voll wäre, würde ich sogar jetzt eine bauen. Tja. Hier hoch muss ich. Irgendwo da hinüber muss ich. Aber wie komme ich denn? Ich schätze mal, ich muss hier vorne hochlaufen. Oh nein. Das ist doch nicht... Nicht so ein komischer Rüstungstyp. Habe ich hier irgendwo ein Feuer? Nee, hab ich nicht. Komm. Lass dich töten, Mann. Jetzt. Ha! Die Rüstungstypen sind echt mies. Ohne Witz. Warum habe ich jetzt einen Stock in der Hand? Ausrüsten. Babs! Noch ein Putsch. Noch ein Dicker. Wo schieße ich denn hin, meine Güte? Arsch der Welt, aber nicht dorthin, wo es hingehen soll. Oh, noch ein Dicker. Batsch, war auch tot. So, was zu trinken? Trink! Oh, da war die Wasserflasche weg. Naja, was soll's. Bam! In den Hinterkopf mit dem Boomerang. Das nehme ich. Hau ab! Oh, der war direkt tot, okay. Oder ist wieder ein Dicker. Und ein schneller. Er ist tot. Hallo, ihr zwei! Fuck. Der Boomerang ist so der Hammer. So geil. Oh. Oh, noch so eine Druckluftflasche. Ich brauche echt mal so ein Wildtier, was ich erlegen kann. Wo ein bisschen Leder drin ist. Was haben wir hier? Huch. Carbon-Langbogen. Da brauche ich aber erst das hier. Hm. Hau ab! Na? Willst du dich mit mir anlegen? Geht's hier echt weiter? Ah ja. Hier ist noch ein bisschen Busch im Weg.